Am 31. Mai 1931 wurde ich als Sohn eines Parteisekretärs in Troppau, der ehemaligen Hauptstadt Österreich-Schlesien, geboren. Und aufgrund seiner Tätigkeit als Parteisekretär war er in dem nordmährisch-schlesischen Raum unterwegs, sodass sie auch in Jägerndorf und auch mährisch-Ostrau Wohnungen hatten. 1935 waren dann die Gemeinderatswahlen und da haben dann die Hähnlein-Partei einen grandiosen Sieg errungen. Nur zwei Ortschaften sind noch sozialdemokratische Bürgermeister geblieben. Alles andere waren Hähnlein-Partei-Bürgermeister. In der Folge dann in der weiteren war es so, dass dann das Parteisekretariat meines Vaters 1937 dann in der Folge geschlossen werden musste und er wieder in seinen folgenden Beruf als Arbeiter, als Dreher zurückgehen musste nach Brünn, in die erste Brünner Maschinenfabrik. Dort hat er dann einen Posten bekommen. Da er eine schwere Magenoperation, Biro 2, gehabt hatte, wurde er also kriegsfreigestellt und musste dann einen Lehrgang machen als Drehermeister und hatte dann in der Folge 30 tschechische Dreherarbeiter unter seinem Kommando. Es war dann nur so, dass eben die Sabotageakte in der Dreherwerkstatt dann etwas größer waren und er dann zum Betriebsleiter dezidiert worden ist und gesagt, Herr Zahl, es ist sehr eigentümlich. Vorige Woche waren es die schwankenden Stromschwankungen. Vorher war es das schlechte Material. Die dritte Woche war das Werkzeug nicht ganz ordentlich gehärtet. Warum habt ihr in der Werkstatt so viel Ausschuss? Es geht um Ihren Kopf, Herr Zeiss. Sagen Sie endlich, wer da so sabotiert. Mein Vater ist aber standhaft geblieben und hat nichts mehr gesagt. Ist in die Werkstatt zurückgekommen, ist mein Herr, hat er sich also dann deutlich gemacht, also so sabotieren, dass es so auffällt, ist nicht, bitte halt so etwas zurück. Es kommt ein Scharfmacher, ein Nazi-Abteilungsleiter daher in die Werkstatt und dann ist es aus mit euren ganzen Arbeiten, die ihr da sabotiert. Da hat sich die Lage wieder etwas gebessert, ein, zwei Wochen und in der vierten, dritten Woche ist es wieder weitergegangen. Wieder da zum Vorbereiter. Das war das Problem, nicht? Und die Mutter war zu der Zeit dann schon Kriegsdienst verpflichtet, musste dann hinauf nach Latein, nach Latina, das ist am Flugplatz von Brünn, oben am Berg auf der Olmützer Straße weiter, bei der Firma Rotschka, musste sie also Werkzeugausgabe machen und war in der Kantine tätig. Und dadurch hat sie sich also auch viel Tschechisch gelernt, weil die Arbeiter ja auch nur Tschechen waren, ne? Und das hat uns dann geholfen, wie wir am Todesmarsch in Brünn waren, nicht? Das war dann erstaunlich dann, ne? Weil er eben ein Facharbeiter war, war er unter Anführungszeichen, also geschützt, unter Anführungszeichen, muss man sagen, wurde aber immer wieder vom Betriebsrat gefragt, treten Sie doch dabei, der DRP bei, schauen Sie, was das für gute Sachen gebracht hat, überall ist doch alles in Ordnung. Sagte, ja, hat mein Vater gesagt, wo viel Sonne ist, ist auch viel Schatten, nicht? Ist er nicht beigetreten. Er war nur beim DAF, bei der Zwangsgewerkschaft, nicht, Deutschen Arbeitsfonds, aber sonst bei keiner irgendwelcher Organisation. Hm? Ja. Tschechisch gelernt haben wir eigentümlicherweise in Brünn in der Volksschule ungefähr ein halbes Jahr. Ja, das war ganz einmalig, wurde dann aber abgebrochen. Nicht? Und ich habe dann nur durch die Bekanntschaft mit der Familie Ober mir etwas Tschechisch gelernt, beziehungsweise dann 1945, nachdem unsere ganzen Schulkollegen schon also evakuiert waren, denn also Brünn wurde dann April evakuiert, nachdem Wien gefallen war am 13. April. Und da war ich also allein im Haus nur mit einem tschechischen Buben, der also ein paar Jahre jünger war, mit dem haben wir also gesprochen. Da konnte ich also, habe ich ein bisschen Tschechisch gelernt, also auch durch den Kontakt mit der Familie. Der erste Stock, wie gesagt, wurde dann eben geräumt, unter Anführungszeichen nach dem Tod, nach der Deportierung der Frau und Sohn Löw und so wurde das NSDAP-Parteilokal von Brünn-Neu-Czernowitz, nicht? Und das war dann ein Fehler für meinen Vater, ein Makel, wie er dann am 5. Mai zur Arbeit gegangen ist, aus dem Haus gekommen ist, was bekannt war als NSDAP-Stützpunkt und er gefragt hat, ob Deutscher ist, also Nemetz, nicht? Der Vater hat ja gesagt, hat gleich eine Ohrfeige bekommen, hätte auch noch tschechisch antworten müssen. Und dann ist ihm gleich mitgenommen ins Kaunitz-Kolleg. Nicht? Wobei Kaunitz-Kolleg ein ehemaliges Studentenhaus war, eine große Universität, die also von den Nazis umgefunktioniert wurde als Konzentrationslager, mit Mauern gesichert und so weiter.
Und eben dort mein Vater hingebracht worden ist, nachdem er vorher aber in Neu-Czernowitz diverse Tote beerdigen musste, wo er nicht gesagt hat mir später, er wusste nicht, war das Selbstmörder oder Erschlagene. Und nachdem er registriert worden ist auf der Polizeistation, die dort in der Nähe war, wurde ihm das KZ Kaunitz-Kolleg gebracht. Und er kommt herein beim Tor, sagt der erste Wächter dort, Herr Meister, was machen Sie da? War es einerseits tschechischen Arbeiter, der gesagt hat, was machen Sie? Sagt er, mich, die haben sich gefragt. Fragen Sie den jungen Mann mit der roten Armbinde. Nicht? Und wie dann die Leute, die eingeliefert waren, ungefähr 50 Mann, hat er erzählt, aufgefordert sind zu sagen, wer nicht bei der NSDAP war, ist er ausgetreten, noch ein zweiter. Und nachdem der Arbeiter ja bestätigen konnte, dass er nicht Nazi war, hat er die Aufgabe bekommen, als Werkzeugmacher und Schlosser, die von der SS zerstörten, zertrümmerten Zellentürschlösser zu reparieren. Also eine makabre Aufgabe für so einen Arbeiter, der auch deutschsprachig war, nicht? Wir hatten ja also in der Zwischenkriegszeit hatten wir Kontakt, also in der Proletariatszeit hatten wir Kontakt mit einer kleinen Konditorei, wo das Ehepaar die Konditorei bewirtschaften durfte. Und die haben uns dann immer wieder, haben wir Kontakt gehabt, also konnten waren also Antifaschisten, haben mit denen Deutsch gesprochen. Und die haben uns dann also auch ins Vertrauen gezogen und haben uns gesagt, also bitte, es ist, Tschechisch dürft ihr nicht reden, Deutsch dürft ihr nicht reden, aber wir machen schon, dass ihr also Lebensmittel bekommt. Das war so unser Vorteil dann, nach 45, wir haben also die Deutschen die Judenkarten als Lebensmittelkarten bekommen, dass wir dort also speisen konnten. Ne? Und die Gattin, die kleine Konditorei, hat also Partisanen insgeheim mit Lebensmitteln verständigt, bis die Gestapo draufgekommen ist und die Frau zum Krüppel geschlagen hat. Die Frau Lajnowski wurde zum Krüppel geschlagen, musste dann am Stecken gehen nach 45, nach der Befreiung. Und wie die Mutter mit mir, mit der Frau Lajnowski auf der Straße gestanden sind, eben damals nach 45, wo schon die Besatzung da war, und wir mit Deutsch gesprochen haben, ist so ein junger Mann gekommen mit roter Armbinde und hat uns gleich angeherrscht, weil wir nur mit Deutsch sprechen, nicht? Darauf hat die Frau Lajnowski nur ein Revers gezeigt, mit dem KZ-Zeichen, und gesagt, du blöder Bub, hast du das gemacht für die Tschechen, was der Herr Zahe gemacht, die Familie gemacht hat, dann wüsstest du, was los ist. Putz dich. Und er hat sich einens entfernt. Mitte Mai war es so, dass müsste 12. Mai gewesen sein, also knapp vor Mitte Mai, ist ja der Präsident Benesch das erste Mal nach Brünn gekommen. Und da wurden alle Deutschen wieder interniert, die Kinder mit den Müttern in den Schulen und wir Männer, nachdem ich schon relativ groß gewachsen war, bin ich eingeteilt worden bei den Männern. Und da war Folgendes, da war ein Sandgruben bei Brünn, ungefähr 15 Meter hoch, waren Stollen gegraben von betuchten Brünnern. Die hatten dann also sich da Schutzstellungen gemacht, Bombardements, und alle 5 Meter war links und rechts eine Kammer für ungefähr eine Familie. Und die hatten wir dann als Verlies während dieser Aufenthalt, während der Benesch-Aufenthalt, wurden aber zu 10 Mann dort hinein immer wieder und sind dann dort geblieben. Ne? In der Früh sind wir dann rausgerufen worden, ob wir was bekommen haben zum Essen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Mussten nur zur Zwitter gehen. Und bei der Zwitter war die Eisenbahnbrücke nach Prag halb gesprengt. Das heißt, ein Teil des Trägers ist so runtergehangen. Und da mussten wir aus dem Pflasterstein, der Granitpflasterstein sind dort gelegen, ein ganzer Haufen, mussten wir also dort in der Ufer, am Ufer, anderen Ufer dort, eine künstliche Insel bauen. Und wie die fertig war, sind die sowjetischen Pioniere gekommen, haben dann Balken aufgesetzt und hydraulische Pressen und haben den Träger dann in die Waagrechte gebracht. 1945 war es so, dass eben nach dem Internierung da bei Benesch, den 12. Mai, war es ja so, dass meine Mutter keine Ruhe gelassen hat. Die hat gesagt, der Leo ist noch nicht 14, denn ab 14 mussten Männer, ab 16 die Frauen Zwangsarbeit leisten als Deutsche. Und ist von Kreti zu Preti gelaufen und zum Nadel Wibor und hat dann gesagt, der ist noch nicht 14, der muss raus, der darf nicht zwangsarbeiten. Und wirklich an den Abend, dann erinnere ich mich noch am Abend, die
Notbeleuchtung brennt auf der Brücke. Das ist noch nicht ganz in Ordnung gebracht. Die Brücke steht, meine Mutter schreit, Leo, Leo, Leo. Nicht? Hör ich die Mutter, nicht? Sie gibt dem Lagerkommandanten den Schrieb, dass ich frei bin und holt mich da nicht? Am Abend. Nicht? Dort auf der schwankenden Brücke hat sie so nach mir gerufen. Er hat mich so befreit. Da war ich so praktisch um 13, 14 oder 15 Jänner, Mai war ich dann so frei. Wie gesagt, am 30. Mai mittags klopft es an der Tür. Wie ich hinausgehe, steht ein junger Mann mit roter Armbinde und aufgepflanztem Bajonett vor mir und sagt, bitte am Abend gestellt sein in der Polizeidirektion. Polizei. Ja, war ich erstaunt und gesagt, gut, ja, zugemacht, nicht? Und die Mutter ist dann knapp 2 Stunden später gekommen und hat gesagt, ja, also, wir müssen alles zusammenpacken, wir kommen in ein Lager. In einem Lager wird festgestellt, wer Nazi war und wer nicht. Wir dürfen bleiben. Und wie gesagt, die Mutter kommt dann nach Hause, sagt immer so, wir kommen in ein Lager, Deutsche, Nazi müssen raus, wir dürfen bleiben, nicht? Also packen wir so ein, was wir so brauchen. Also wir haben Würfelzucker mitgenommen, 1 Kilo, ein Glas Schmalz, Brot haben mitgenommen. Ich habe als Souvenir eine kleine Beißsange eingepackt. Wieso, weiß ich nicht. Dann haben wir so Decken mitgenommen, ziemlich warme Kleidung und Polster haben wir eingepackt. Also, ich habe jetzt 2 Sachen gehabt, die Mutter hat eine Tasche gehabt. Ja, und dann haben wir eine zugesperrte Wohnung. Ja, keine Papiere, also weder Zeugnis. Ja, die Mutter hat mitgenommen, Reisepass hat sie mitgenommen. Und eigentümlicherweise die Mitgliedsbücher der DSAP von sich und dem Vater. Ne? Dann sind wir dann also, haben wir uns dann auf der Polizeistation gemeldet. Das ist ein Ecklokal, beim Eingang geht man hinein, da gibt es eine Pudel, da haben wir also die ganzen Sachen erledigt, die Vater, die Mutter abgeben musste, also eine offizielle Abmeldung musste abgeben, Schlüssel. Und auf der anderen Seite ist man hinaus und waren aber in einer Kolonne auf einmal. Nicht? Und die Kolonne wurde in Bewegung gesetzt. Da sind wir dann über Altbrünn hinunter Richtung Wiener Straße. Ja, haben uns gewundert, kein Lager. Dann hat er weiter marschiert. Ne? Naja, mit der Zeit sind uns das eine oder das andere Stück zu schwer geworden, haben wir geschaut, was wir entbehren konnten. Nicht? Sind unsere Sachen im Straßengraben gelandet, da waren aber schon diverse Sachen auch gelegen. Nicht? In weiterer Folge haben wir dann noch Gestalten im Straßengraben liegen gesehen, die wir dann hingegangen sind und helfen wollten oder fragen wollten, ob wir helfen können. Ist gleich eine Bewachung gekommen und hat gesagt, habt ihr noch keinen Toten gesehen? Marsch weiter. Nicht? Natürlich auf Tschechisch. Nicht? Naja, sind wir dann weiter. Nicht? Naja, dann einmal hat uns aber doch die Müdigkeit so übermannt, dass wir uns hingesetzt haben, es muss ein Baumstamm gewesen sein. Ja, kaum sitzen wir, kommt wieder ein Wächter vorbei. Jetzt haben wir geglaubt, weil fallweise haben wir Krachen von hinten gehört, dass unser letztes Stündchen auch geschlagen hätte. Da sagt er, Frau Zahe, es tut mir leid, dass Sie da sind, aber ich weiß, Sie sind Nazi-Gegnerin. Solange ich da die Aufsicht habe, dürfen Sie sich mitunter ausruhen, aber dann müssen Sie weiter. Weil es einer der Arbeiter aus der Rüstungsfabrik Rotschka, wo meine Mutter eben die Werkzeuge und die Küchen Dienst gehabt hatte, nicht? Der sich erinnern konnte, dass er so sich nicht positiv zum Nazi-Regime geäußert hatte, nicht? Und so ist uns das Schicksal irgendeines Niedergeknüppels oder irgendwie geschlagen zu werden erspart geblieben, dann sind wir halt weiter. Naja, in der Früh, am 31., 14. Geburtstag, Boritzer Sportplatz sind wir hingeführt worden. Mussten einen Koffer, den wir gehabt haben, öffnen, wurde wieder gefilzt und wieder gesucht nach Uhren, Eheringen, alles, was irgendwie wertlos war, wertvoll war, wurde also abgenommen wieder, natürlich ohne Bestätigung. Dann hören wir deutsche Worte, haben uns gefreut, sind sofort die Mutter mit mir hin, mit den Parteimitgliedsbüchern, DSAP, haben gesagt, wir sind deutsche Nazi-Gegner.
hat sich den DSAP-Anzug angeschaut, der Mann hat gesagt, keine Kommunisten, uninteressant. Also sind wir weiter. Nun ist der 14. Geburtstag, wie gesagt, der Stichtag für die Zwangsarbeit für die Männer. Und die Wachen sind hin und her, irgendwie haben gesagt, da gibt es ja da 14 Jahre und so weiter. Ne? Weil es waren in der Gruppe an und für sich nur alte Männer und Frauen mit Kindern. Ich war ziemlich groß gewachsen, also wie ich gehört habe, es kommt in die Nähe, bin ich in die Knie gegangen und die Mitgenossen am Weg haben sich größer gemacht und haben mich also abgedeckt. Ne? So sind wir glücklich nach Straßenhofen gekommen. Da haben die Bewacher dann Leuchtmunition in die Luft geschossen und gesagt, jetzt geht's heim zu einem Hitler. Ne? Die Stammersdorfer Kirche war der Zielpunkt, wo alle sich melden mussten, die nach mir gekommen sind dort. Sind wir also gemeldet worden und nachdem die Frau Zemmer gesagt hat, ja, also Privatquartier ist möglich, wurden wir so entlassen und sind dann Richtung Donau, nicht? Zur Loisacher Brücke. Die war gesprengt. Die Träger des einen Dings sind im Gasse, die großen Bogen sind im Wasser gelegen. Und russische Pioniere hatten aber da schon, es muss der 6. oder 7. Juni gewesen sein, schon eine Holztreppe gemacht, von der einen Seite hinunter, da ein Stück geradeaus und da wieder eine Treppe in die Höhe. Und die Posten haben sich gewechselt. Also eine halbe Stunde konnte jemand nach Wien hinein, die nächste halbe Stunde konnten Leute wieder nach Reusdorf hinaus. Nun gut, sind wir so hinüber, nicht? Und an den Trümmern von dem Geländer habe ich dann noch, es bleibt in Erinnerung, die aufgedunsene Leiche eines Verunglückten gesehen. Und dann sind wir weiter, sind also in den 20. Bezirk gekommen, kommen also in die Dresdner Straße dort, müssen weiter dann und kommen zu dem Quartier und macht er auf, ja, Sie sind da, Frau Seemann, drei Personen, naja, das ist schwer, drei können wir nicht nur, aber vis-à-vis, die Nachbarin ist jetzt auch allein, der Sohn und der Mann sind vermisst derzeit, fragen Sie dort nicht, hat er drüben angeklopft und die war so lieb, die hat gesagt, ja, ich nehme euch auch. Ne? Der Vater hat ihm dann also, schreibt ihm seiner Mutter, ja, ich habe die Wohnungsschlüssel bekommen, er ist am 8. November erst entlassen worden, wobei er eigentümlicherweise erzählt hat, Mitte September, ja, wohlzugemerkt, also eineinhalb Monate vorher, hat ihm der Lagerleiter schon gefragt, Herr Zay, wir den Sie entlassen, wir wissen nicht, wo Sie wohnen. Also ich verstehe nicht, wenn man jemanden einsperrt, ja, dass man nicht feststellt, wo der wohnt, sondern erst später vor der Entlassung fragt, wo er wohnt. Und wie gesagt, er ist am 8. November erst entlassen worden mit dem Schrieb als Antakante Nazi-Gegner vom Ausschuss des Narodny Wibor für Brünn anerkannt und da freigehen. Und er kommt dann in die Olmützer Straße 38 und geht in die Wohnung, die war radikal leer. Zwei, drei Fotos hat er noch gefunden, sonst nichts mehr. Ne? Und nun war Folgendes, was wenige noch wissen, dass im Herbst dann die Not so groß war, dass die Russen und die Franzosen gesagt haben, die Alliierten sollen also beschließen, dass die Dispersperser und die Staatenlosen aus der russischen und aus der französischen Zone nach Deutschland weitergeschickt werden. Und damals hatten sie eben schon die Adresse vom Vater, über welche Quelle weiß ich nicht, haben also rausgeschrieben, du, es brennt uns der Hut, wir müssen weiter nach Deutschland. Und der Vater schreibt dann, wie er den Brief bekommen hat, gesagt, habe ich alles liegen und stehen gelassen, habe meine Sachen gepackt und bin in den Zug hinein. Und am 25. November 1945, der Wahltag in Österreich, der erste, am Abend um 20 Uhr, Seebegasse 68, klopft es an der Tür im zweiten Stock bei der Frau Schuster. Der Vater steht mit zwei Koffern vor der Tür. Selig war man. Da macht er einen Koffer auf, der war voller Leibbrot.
Wir haben solch coole Augen bekommen. Sagt er, was? Ihr habt da nichts zum Essen? So, ich habe 2 Laib Brot im Zug hergeschenkt, weil die mich so angebettelt haben. Haben wir gesagt, ja, du warst anständig, Papa. Also er hat dort in der Tschechoslowakei, war dadurch, dass es ein Rüstungsunternehmen war, das ganze Protektorat für den Hitlerkrieg, dass dort die Arbeiter relativ gut versorgt waren, also die Lebensmittelversorgung bis zum Schluss und auch nach der Befreiung klar geschlossen funktioniert hatte, aber die Deutschen natürlich diese Judenkarten bekommen haben, nicht?